So, willkommen im Part 8. Okay, damit habe ich es nicht gerechnet. Aber genau das brauchen wir jetzt auch. Nee, jetzt will ich nochmal. So, willkommen in Part 8 von meinem Let's Play Pokémon Saphir Grass Type Only Run. Wir haben im letzten Part Felicia, die erste Arenaleiterin von Hoenn, besiegt und haben unseren ersten Orden erhalten. Haben mittlerweile drei Teammitglieder, und zwar Tenfeet Ganja, Ike Maus und Fungi, welches Gavaltro Kapaloris, was laber ich, welches Gekkabor, Loturzel und Knilz ist. Ich habe schon die Endentwicklung im Kopf. So, unsere Aufgabe besteht jetzt darin, diesen Typ erneut zu helfen. Ich bin nämlich der großartige Trainer aus dem Blütenburgwald, I know. Und wir müssen ihm jetzt seine Docks zurückholen. Ach, da gehe ich oben lang, wenn ich wiederkomme. Ich gehe mal meine Route hier lang. Hier gibt's Abra, Zickzacks, Schwalbini und Ninkada und Inico. Schutz gefunden. Meine Käfer-Pokémon sind stark. Lass uns kämpfen. Okay, meine Pokémon sind auch stark. Ich werde dich besiegen. 3 gegen 3. Wumple versus Ike Maus. Los, Tenfeet Ganja. Mr. Ganja, Mr. Marijuana. Ah, sehr effektiv. Kein Ding. Wir machen einfach den hier. Fadenschuss. Wie uncool. So. Leute, ich muss mich mal bei euch bedanken. Ich wurde in letzter Zeit so oft abonniert und habe viele Freundschaftseinladungen bekommen. Und auch Kommentare unter meine Let's Plays von Smaragd. Hat mich richtig gefreut und mir viel Motivation gebracht. So viel Motivation, dass ich letzten Endes auch dieses Projekt hier angefangen habe. Und ich wollte mich einfach mal bei euch bedanken. Hat mich richtig gefreut. Tut's natürlich immer noch. Also immer schön weitermachen mit Abonnieren und Kommentieren und Freundschaftseinladungen schicken. Jo. Und es gibt noch einen Grund, warum ich das Ding ohne Game Sound spiele. Weil wenn ich das Headset auf habe und Musik noch läuft, dann höre ich nichts. Und wenn ich allein zu Hause bin, höre ich wenigstens, wenn es klingelt. Falls irgendwann irgendwas passiert oder so, weiß ja nicht. Ach Scheiße, habe ich mir vergessen. Am Ende von Part 7 mir einen Muffin zu holen. Naja, ich mach einfach hier mittendrin ganz unauffällig Pause, wo keiner es merkt. Und hol mir meinen Muffin. So, ich hab mir gerade Muffin geholt. Nicht wundern, wenn nebenbei ihr irgendwelche Kaugeräusche merkt, aber ich war gerade im Training und habe Hardcore-Hunger und wollte unbedingt weiter aufnehmen, deswegen habe ich mir nichts zum Essen gemacht. Ja, dass ihr Bescheid wisst. Blutsauger. Super effektiv und so, Käferattacke. Aber Ike Maus bockt es keinen Meter. Der macht einfach weiter Absorber. Schalocco. So benutzen wir Tenfeet Ganja. Ist kein Problem.
Quick Attack. Es gibt so Attacken, die man immer noch benutzen kann, wenn man in der Pokémon-Liga ist. Zum Beispiel Rückzughieb hilft einem immer noch ganz später in schweren Kämpfen wie in der Pokémon-Liga oder kurz davor. Sind einfach super nützlich. Nur weil man die am Anfang einsetzt, heißt nicht, dass man die auch am Ende wegmachen muss. Ich habe schon, glaube ich, im Smaragd-Let's Play erwähnt, dass ich im Duellturm auf der Perl mal gesehen habe, ein Glurak Level 100, was Grimasse konnte. Ja, also, wenn ein Level 100er Glurak Grimasse kann, dann brauche ich ja keine Angst zu haben, wenn ihr später ein Gewaldro in der Liga habt, was Ruckzuckhieb kann, ja. Und Tenfield Ganja erreicht Level 13. Diesen übermäßig starken Trainer haben wir jetzt endlich besiegt. Jetzt kommt diese untermäßig starke Trainerin. Ha, wie süß. Merre. Mann, wie ruhig es hier ist. Keiner da. Alles ruhig. Nur ich bin der einzige Idiot, der zu Hause in sein Headset reinlabert. Die Leute denken auch, ich hab's nicht mehr alle, wenn ich plötzlich Freudensausbrüche bekomme. Was macht der die ganze Zeit Rotenschlag? Das bringt doch nichts. Okay, auch wenn er angreifen würde, wird's nichts bringen, weil ich durch Absorber eh wieder meine ganze KP zurückbekommen, aber trotzdem. Ja, okay, ich war auch nicht besser mit Tenfeed Ganja gegen Flamly andauernd Silberblick gemacht und dann angegriffen. Also von daher brauche ich mich nicht zu beschweren. Ikemaus Level 12! Ikemaus, du. Du Bär? Du Wasserlinse. Wenn es keinen Tunnel gibt, dann klettere ich eben über die... Sieht man voll, wie über den Berg kletterst. Du kletterst über einen Grashalm, aber mehr machst du auch nicht. Kleinstein. Hör mal zu, Lucius Malfoy, gell? Von wegen über Berge klettern. Ich geb dir gleich über Berge klettern. Boah, jetzt gebe ich mir erstmal einen Schokomuffin. Kennt ihr diese dunklen Schokomuffins? Aus Schokolade und dann diese hellen aus, keine Ahnung, die schmecken auch geil. Hauptsache Schokolade ist drin. Wenn ihr noch irgendwelche Ideen zu den Pokémon-Spielen habt, was ich machen kann, auch wenn es Let's Plays sind, könnt ihr mir ruhig sagen, dass ich eins machen soll, aber von den alten Editionen, sprich Rot, Gelb, Blau und Gold, Silber und Kristall, also von den alten Editionen für den Gameboy, mache ich aber keine Let's Plays. Bitte nicht sauer sein. Ich mache nur ab der dritten Generation, sprich Feuerrot, Blattgrün, Rubin, Saphir, Smaragd, Diamant, Perl, Platin, Heart, Gold, Soul, Silver. Ob ich Mystery Dungeon mache, weiß ich noch nicht, aber ich guck mal. Aber wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, was Let's Plays oder irgendwelche bestimmten Specials angeht, dann schreibt mir eine Nachricht. Und dann gucke ich mal, was ich machen kann,
Ja, das wäre mein Angebot. Ich schreibe es auch später nochmal in mein Profil rein, damit alle anderen auch Bescheid wissen. Eja. Heschel, Keusch, Verlieren erschöpft mich. Gib's zu, du bist nur erschöpft, weil du über die Wiese gerannt bist. So, Leute, hier drin erwartet uns unsere Quest. Da machen wir im nächsten Part weiter. Danke fürs Zuschauen und bis gleich. Ciao.